Guten Tag. Wir, das Team von Schlohner Autobroker, freuen uns immer über eine Abwechslung. Mal was anderes. Und auch mit Sicherheit eines der kommenden Fahrzeuge für den Reimporter aus den USA. Hier sehen wir einen 1995er Mercedes-Benz 320e Cabrio. Die Cabrios wurden hier 2 Jahre vertrieben. Ich glaube, in Deutschland waren es 4 Jahre. Relativ geringe Produktionszahlen. Das Schöne an dem Fahrzeug ist, die wurden noch handgefertigt und haben einen hohen Qualitätsstandard. Diese 320er haben einen reinen Sechszylinder drin, 3,2 Liter. Und der Motor zeichnet sich aus durch seine Laufruhe und seine Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer. Hinzu kommt, ist das wohl so eines der wenigen wirklich viersitzigen Cabrios, mit dem man zu viert fahren kann, ohne dass der Gelbboll zu sehr belastet wird. Dieses Fahrzeug kommt aus Florida und wurde natürlich, hier im Blick auf den Makler Ihres Vertrauens, vorm Erwerb erfolgreich unabhängig vorinspiziert. Das Fahrzeug ist unfallfrei, hat einen Clean Carfax und eine sehr überschaubare Laufleistung von 48.000 Meilen. Mittlerweile, muss man sagen, da kleine Geschichte am Rande. Dieses Fahrzeug gehört dem Sohn eines guten Kunden. Dieser gute Kunde kam auf mich zu und sagte, mein Sohn studiert und macht seinen Master in Georgia und bräuchte ein Fahrzeug. Da haben wir uns gedacht, vielleicht haben sie da eine gute Idee. Meine Idee war der E320. Überschaubarer Einkaufspreis, zuverlässiges Fahrzeug, Viersitzer, Cabrio und ein Wertzuwachs, der zu erwarten ist. Und er kann das Fahrzeug als Umzugsgut wieder nach dem Studium mitnehmen nach Deutschland. Was somit hier geschieht, wir sind ja hier schon mal so ein Spediteur. Fahrzeug ist schwarz metallic und Leder ist beige. Schöne Kombination, muss nicht immer schwarz-schwarz sein. Damals gab es schon Memory-Sitz. 1995. Hier die erwähnte Laufleistung von 48.000. Das bricht herunter auf eine sehr geringe Jahreslaufleistung. Das Holz schaut gut aus. Fahrzeug ist natürlich Automatik. Das Original Mercedes-Benz Radio ist noch da. Verdeck ist elektrisch. Klimaautomatik. Das Fahrzeug hat auch Unterlagen, Handbücher, etc. pp. Die hat aber dann der Sohnemann schon mitgenommen. Hier ist da und da kann man sehen, geräumiger Platz. Jack ist auch. Kann man das sehen hier? Ja. Die Kopfstützen kann man elektrisch raus und reinfahren. Nette Idee aus dem Jahre 1995. Schauen wir noch kurz auf den Motor. Kofferraum ist schon voll mit Besitztümern des Besitzers. Eine Wasseranlage, auch nett. Und hier der erwähnte rein Sechszylinder. Alle Sticker sind da. Wie gesagt, laufruhig. Nicht zu sportlich, aber sehr zuverlässig. Das ist ein schöner Kauf und gleichzeitig eine schöne Erinnerung für den neuen oder mittlerweile längeren Besitzer. Wir, das Team von Schlohner Autobrokers, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit diesem 1995er Mercedes-Benz E320 in meiner alten Heimat übrigens. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungsfahnder befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe und dort wird es professionell im 40-Fuß-Container, die sehen so aus, verpackt. Dann geht es auf die Reise nach Miami und von Miami geht es dann nach Bremerhaven und dort durch Zoll und Umrüstung. Vielen Dank und auf Wiederhören.